Zurück in Hyrule geht das Abenteuer weiter hier bei A Link Between Worlds. Ja, alle Feinde müssen alle sterben, Freunde, denn wir sind so cool drauf, hier, Mann. Und ich sehe gerade, ich habe zu wenig Geld. Na toll. Was soll, wenn man gar nicht gerne einen neuen Gegenstand kaufen? Aber gut, wenn das natürlich nicht sein soll, dann gehen wir direkt mal in den zweiten Tempel in der Schattenwelt. Was mit weil bereits der fünfte war. Obwohl Schloss Hyrule ist ja eigentlich auch noch einer. Da wär's bereits der sechste. Was mach ich überhaupt? So. Ich will fliegen. Hallo, so jetzt. Ab zum Skelettwald. Und da kommt da auch schon der Besen angeflogen. So. Der Skelettwald nämlich deswegen, Freunde, weil ich habe ja vorhin mal im letzten Tempel noch erzählt gehabt, von wegen hier Mastererzen, so nicht wahr? Genau, eins haben wir bereits und zwei braucht's für ein Upgrade. Und ihr kriegt das zweite Mastererz. Du. La. So, Skelettwald. Ah, die Scheibenkleister von Händen wieder. Gibt's ja nicht, hey, ich hasse die Dinger. Ja, es war zerstört, aber der Teil kommt wieder. Das ist natürlich immer so mühsam. So, sonstig aber nichts mehr, wa? Gut, wo geht's denn hier weit lang? Oh, ein bisschen sappenduster, wa? Schon besser. Ich glaube, hier gab's noch sehr viele Lichtspiele, wa? Mal überlegen, Skelettwald war damals gerade der erste Tempel, den ich hier gemacht habe. In Lowul, von dem her schon eine Weile her, müsste aber ungefähr... Wow! Das weiß ich aber noch! Zombies, hey. Dann wohl eher Mumien, keine Zombies und Mumien. So. Du auch noch, wa? Komm schon, hau ab, ich mag dich nicht so. Feuer, so, wir kommen jetzt da ein bisschen vorbei. So, jetzt wird's ein bisschen... Ach, Scheibenkleister. So, Piskowski, wow. Nein! Das musste ja passieren! So, aber dazu. Du bist tot! Yep, ist er. Achso, war schon vorher, aber jetzt endgültig, oder? Ist egal. Muss dann auch durch, und dann später. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Der Skelett war, wie schon bereits bei Link to the Past, ziemlich ein Hin und Her. Hat sie irgendwo noch ein Mai-Mai? Höre ich eines? Ich weiß nicht, muss eigentlich noch ein paar hier sein. War drei Stück insgesamt. Jetzt kommen wir jetzt runter, okay. Das müsste doch theoretisch auch hier drüben noch funktionieren, wa? Nee, hier ist nichts. Höre auch nichts, okay. Lalalala. Ja, die Musik, die animiert voll. Das macht doch Spaß, das ist geil. Wupp. Servus, wo bin ich jetzt? Wuppmotten. Eine Truhe, eventuell ist gerade der Kompass drin. Wer weiß das schon? Ach du Scheiße, jetzt kommt die verdammte Hand wieder. Tschüss. So. Toll, keine Abkürzung und schon sind wir da. Und was heißt hier drin? Ein Schlüssel, wieso denn das? Naja. Okay, zurück und jetzt sind wir... Oh, hier, der Weg, der Scheibenkleister. Dämliche Zombies, ich hasse euch! So, es wäre Licht und dann, da ist eine Schlüsseltür, Hilfe, na der kommt auch wieder. Ah, Mann! Hau ab, ich mag dich nicht! Gut. Wäre das geklärt. Dann geht's also weiter, okay. Noch nein, jetzt schon wieder. Bäm. Bums. So. Tschüss. Mit der Mäuse mag ich auch nicht. Aber Herz mag ich. Also Monsterherzen. Das ähnlich ist ein bisschen eklig. Egal. Das bringt ja nichts. So, nach oben durch. Jupp. Was ist das denn Traum? Okay, tschüss. Und ja, mit dem Kompass. Yeah. So, jetzt sind wir die Frage, wie zum Beispiel komme ich hier hoch? Gar nicht, wa? Das geht nur von der anderen Seite, aber jetzt muss ich hier mal wieder runter bis... falsche Richtung. Ich will ja den Schlüssel... diese Türe missbrauchen. Sesam, öffne dich und durch bin ich. So, wo komme ich jetzt raus? Das ist immer so eine Frage, Freunde, immer so eine Frage. Du,
Ach ja, Leute, das Spiel muss man schon irgendwie lieben, wa? Ja doch, kann man schon sagen. Ich meine, es hat sehr viele geile Elemente. Es hat viele Elemente vom Vorgänger, sprich von Link to the Past übernommen. Aber auch einiges Neues von dem. Jetzt hat er gerade wieder das Spiel abgeschmiert. Das sah gerade zu Haus. So, und versteckt Eingang wieder, schön. Ja, wie gesagt, hat einige Elemente von Link to the Past übernommen. Andere sind komplett neu, also von dem her. Ja, das Spiel hat schon was für uns. Und dann toll, es hat doch hier zwei Eingänge, und ich nehme mich jetzt. Welcher ist jetzt wohl der richtige? Natürlich der falsche. Jetzt gehen wir zwar hier durch, aber... Nee, komm on, kann ich mir... Geht nicht, wa? Scheiße! So, sag mal, ist vermutlich eh noch Geld drin, aber trotzdem. Komm schon irgendwie rüberziehen, geht auch nicht. Deko-Blatt wär's cool. Auch nicht. Menno. Moment. Du kannst eine Bombe legen, aber wieso denn, wenn doch die Hand mir freundlicherweise mal zur Hand geht? Boom, du Trottel! Ja, die Hand geht mir zur Hand. Gut, das wäre soweit erledigt. Gehen wir jetzt mal runter. Boom, und aktivieren hier den Schalter. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich kann nicht durch, kein Schlüssel. Schauen wir gleich so. Jetzt habe ich hier keinen Schlüssel. Komm schon. Und boom! Zu meinen Füßen sollst du liegen! Scheißding. Ja, ich muss sagen, ich habe diese Hände, diese entweder Todesklatsche, Wandklatsche oder Bodenklatsche in der Wind Waker. Ich habe die noch nie gemacht. Dann schon immer. Scheibenkleistermäßig, so. Das muss eigentlich klappen, wa? Ohne dass ich da irgendwie mir weh tue. Ja, klappt auch. Und hier haben wir noch einen Schlüssel. Geil, und weg. Du kriegst mich nicht. So, ja, was bringt das jetzt? Einfach nur eine nette kleine Abkürzung. Okay. Why not? Und zurück sind wir in U1. Ah, sehr schön. Und damit geht's bereits zum U2 runter. Da das ja später, Freunde. Wir müssen ja eine Truhe holen dort. Tja. Bisschen doof von mir, ich weiß. Egal. Schaffen wir schon noch. So. Die Kreaturen der Nacht mögen kein Tageslicht. Oh, Fledermäuse scheinbar schon. Voll die Mumie erledigt. Ja, Mann, hau ab. So. Jupp. Herzen ohne Schmerzen? Nö. Oh je. Aber wo Herzen, Freunde? Es gibt ja hier bei Link Between Worlds, wie können sie auch, wow, anders sein, gibt es natürlich auch einen Heldenmodus. Den kann man zwar erst nach Abschluss des Spiels freischalten, bei dem ist es allerdings ziemlich übel, weil man dort kriegt man viermal so viel Schaden. Alter. Viermal so viel Damage. Ist das übel? Das heißt, unter Umständen macht das eine einfache Kreatur mit einem Schlag, blub, ist sie tot. Also muss ich schon sagen, okay, challenge-mäßig, ja, durchaus. Da stell dir mal Skyward Sword sehr zu an, mit viermal Schaden vor. Alter. Da kommt nie mehr raus. So, hallo Herzo, seid ihr? Naja. Das sind nur vier. Ich habe noch knapp 10 Minuten Zeit vorne für den Tempel plus Boss. Müsste eigentlich reichen. Was willst du denn? Hopp! Okay, von mir aus. Wenn es unbedingt so haben will. Soll ich verschieben oder? Hilfe! Mann. So, geht doch. Dankeschön. Liebe Hand. Die geben mir freundlicherweise immer mal wieder zur Hand. Achso. Wie war denn das jetzt schon wieder? Das war an und für sich noch ein ziemlich cooles Rätsel. Ich glaube, das war der falsche, war. Was soll ich jetzt genau machen? Ich glaube, das war's. Nö, sowas sowieso nicht. Mann, Link! Lass los! Link! Alter, ich kann nicht mehr steuern! Was ist denn das gerade? Wieso kann ich nicht mehr. Verwirrung? Das war ein bisschen Verwirrung pur, naja.
Tom Turbo Style, wa? Ja! Ja, da juckt gerade die Nase ein bisschen, sorry. Ein bisschen verwirrend war es aber schon. Naja, egal, so. Wieder zurück. Hallo, magische Hand. Ah, da ist sie ja wieder. Komm schon, geh mir zur Hand. So, Mann, du Trottel. Egal. Wie war das jetzt? Ihr müsst, glaube ich, zum dritten hin, wa? Das könnte klappen und der war der zweite. Das ist aber die Richtung. Nö, komplett falsch, verdammt. Das ist auch ein little bit. Falls. Da war es vielleicht doch eher so. Nö. So war es schon gar nichts, aber so kann es funktionieren. Mal testen. So, jetzt bin ich hier. Jetzt müsste ich da. Naja, fast. Doch so. Meine. Nein, wow, wow, das war ganz schön knapp. So, jetzt aber. Komm schon, komm. Alter, so jetzt. Geht doch, so kommt es jetzt auch wieder nicht. So, dankeschön. Abkürzung, ich bitten darf. Thank you very much. So, wo sind wir jetzt? Also eine Rubin natürlich immer sehr schön. Och nö. Mutterzein. Tschüss. Nö, sind nichts mehr. Sind nichts mehr. So. Schon viel besser. Jetzt bin ich hier. Nehmen wir mal auch keine Truhen. Das sind keine Truhen. Komm schon, aktivieren Schalter für mich. Sei so lieb. Dankeschön. Ach ja, die Warmfähigkeit ist irgendwie schon cool, wa? Obwohl sie gar nicht so neu ist, ist trotz allem eine geile Idee. So, wo bin ich jetzt? Ach so, das war ja der Raum, stimmt, so. Also doch gleich höher. Mit erledigen. Dankeschön. So, und der letzte noch, wenn ich bitten darf. Ein typischer. Alle Monster müssen sterben, Raum! Sonst komme ich nicht weiter. Porter und weiter. Dankeschön. So, wo bin ich jetzt? Okay. Da ist eine Truhe. Sehr schön. Da ist eine Fledermaus. Weniger schön. Wow, das Herz nehme ich aber noch. Scheiße! Boom! Komm schon, nein! Das war knapp. Das war sehr knapp. Und ich hoffe mal, hier ist ein Schlüssel drin, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Und der ist es. Der Schlüssel. Kann ich jetzt irgendwie... wie komme ich jetzt zurück? Boom. So garantiert nicht. Und... Oh. Ein finsterer Raum. Ohne Master Key nicht viel los. So dazu, nichts viel los, wa? Da hatten die viel aus, trotz Masterschwert. Ist das Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, komm ich wieder raus. Dann sind wir hier in diesem großen Raum, den ich noch sehr gut in Erinnerung habe. Hey, Alter, habe ich hier rumgesucht, bis ich hier alles hatte. Hey, meine Fresse. Aber egal, ihr seht schon, hier sind ein paar Augen übrig. Und das machen wir ganz einfach. Nehmen wir diese halt so reinmanövriert. Das ist Nummer 1. Müsste aber der Master Key drin sein. Gut, dann mal Cookie. War das jetzt schon wieder? So, hier in Sicherheit bringen. Mach schnell, dankeschön. Dann da rüber, wobei ich einen Apfel zu machen. Jetzt natürlich um einiges schneller. Oh mein. Nein! Dankeschön. So, jetzt wieder. Boom! Stack. Boom.
So, dankeschön. Und da oben, Freunde, da links in der großen Truhe, dort ist das Mastererz drin, das zweite. Wie habe ich das schon wieder gekriegt, hey? Das ist irgendwie was mit runterfallen, war? Und weiß bloß nicht mehr, welche Position das war. Hm. Doof. Hau ab, dankeschön. Guti, guti, guti. Dann mal Cookie, Cookie, Cookie. Welcher Eingang war das jetzt? Da ist eine Biene, die hilft uns, sagt ein Bienenabzeichen. Yeah! Eine flotte kleine Biene, die mag ich allgemein. Ein Tieflieger. Mach das Vieh platt, die Bienen nehmen uns die Arbeit ab. Hallo? Das ist noch ziemlich lange. Hier ist ein Geheimeingang. Welcher war der richtige? Ich weiß es nicht mehr. Und wo zum Henker sind hier hinten überhaupt? Wo zum Henker sind hier? Wow. Die Maima ist abgeblieben. Oh Leute, ich glaube, wir haben den richtigen gefunden. Jemand? Yeah, yep, der richtige. So, bevor ich jetzt das Auge hole. Ganz kurz die Truhe noch. Sehr schön. Blup. Das zweite Masterherz. Jemand, yeah, das erste Schwert-Upgrade, Freunde. Warte auf uns. Oh ne, jetzt kommt der wieder. So. Rübergeschmissen. Dann holen wir uns die letzte Truhe, Freunde. Ach du Scheiße, noch nie hinterher. Dankeschön, so. Haut ab, ich mag euch nicht. Nur eure Herzen, wortwörtlich, was? Die richtigen und auch die Monsterherzen. Gut. Ach ne, jetzt kommt der Trottel schon wieder. Autsch, nein, wieso denn? Ich war doch... Tja, wo ist jetzt? Wo ist es? Natürlich wieder hier. Du, 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 du. So, jetzt reicht's aber. Komm runter. Ich will dich erledigen. Dauert es ein bisschen länger, war, bis er da kommt. Ich hoffe zumindest. Weil sonst könnte es recht mühselig werden. Ein Auge zu einem Auge hinzuwerfen. Ne, ist natürlich auch keine schlechte Idee. Muss man einfach mal sagen. So, kommt das Teil wieder oder wie sieht's aus? Es lässt uns in Ruhe. Die Frage ist bloß, wie lange? So, jetzt mir egal, bin sowieso gleich dort. Boah, die Schlange im Schatten des Adlers oder was? Meine Güte, hey. Nein. Oder die Schlange im Schatten der Fledermaus. So, was hätten wir? Master Key. Oh, oh yeah. So, komm runter. Scheiß Vieh. Bumm. Ah. Egal. So, Freunde, U2 ist durch. Wir haben ja alles. U1 haben wir auch. Wir können also zurückgehen. Endboss-Platz machen. Der Endboss, der ist hier einer, wo ich sagen muss, dass ich erstmal gegen ihn gekämpft habe. Da habe ich ganz schön was auf die Mütze gekriegt. Also da muss ich schon zugeben, der war, wenn man nicht genau weiß, wie man den anpacken soll, kann er schon echt schwer sein. Es ist die Meisterhand. Servus, na, wie geht's so? Ja, servus. So, erste Phase ziemlich einfach, ihr seht schon, da kommt so. Ausweichen geht nicht, ihr müsst in die Wand hinein, weil sonst, der kriegt doch immer. Er könnte noch so schnell sein, noch so gut ausweichen, der kriegt doch sonst, auch mit Pegasus-Stiefeln, yeah, der kriegt doch immer. Deshalb hier immer einfach in die Wand verschwinden. Du kriegst mich nicht. Nö, boom, du Trottel. Oh, jetzt aber sauer, Mann. Jetzt reicht's. Wow, es ist doch violett, cool. So, zweite Phase ist ein bisschen übler. Sie doch zerquetschen. Wandfähigkeit. Oh, Entschuldigung, wollte ich gerade Wandfähigkeit machen. Bums. Das Problem ist nämlich, immer drin zu bleiben in der Wand. Könnt ihr versuchen, aber ich fürchte, die Ausdauerleiste wird zu schnell wieder runtergehen, wenn ihr das so versucht.
Oh, nicht der Schall schon wieder. Nein! Tschüss! Boom! Oh, da drückst du mich raus, Tosch! Tja, immer schön aufs Auge, wa? Aber irgendwie schon verrückt, es gibt hier in diesem Spiel sehr, sehr viele Augengegner. Blup. Dreimal. Viermal. So, komm nochmal, regenerieren. Oh, aua, Mann, hol grad rein. Aua, tschüss. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Blup. Boom. Ich hab dich gewarnt, Kumpel. Du sollst mich in Ruhe lassen. Versuch dein Glück. Mann, hält der was aus, ey. Wupp. Blum. Versuch's doch nur, du Trottel. Daneben. Aha. Daneben. Aha. Wupp. Daneben. Haha. Kuckuck, hier bin ich. Ja, wo ist denn der gute Link? Wo ist denn der Link? Hier ist er garantiert nicht. So, jetzt kommt die letzte Phase. Die ist übel. Jetzt geht der Rampage-Modus. Es ist so sauer! So, kurz erwarten. Betreten. Betreten. Boah, dann müssen wir so machen, Freunde, sonst geht die Ausdauer leiste alle. Verdammt, heute rein zu längere. Boah, längere Ausdauer. Wow. Das war knapp. Komm schon, geh endlich drauf, Mann. Ich will nicht draufgehen, scheiße. Ich will aber auch nicht draufgehen, Mama. Boom. Boom. Klatschidi, klatschidi, bringt nix, Kumpel. Ich muss sagen, cooler Bossfight, also ohne Wandfähigkeit, der hat mich hier total aufgeschmissen. Aber echt mal. Wow, war das knapp, Alter. Das ist schneller geworden. Geht doch, ey, meine Fressenpart bereits überzogen in 2 Minuten. Ach, was soll's. Boom. Der kommt so schnell nicht wieder. Ein Herzcontainer, die Nummer 11. Ja, danke schön. Jemand. Blup. Ach ja, ist das schön, die zweite Reihe beginnt zu leuchten. Und da haben wir sie, die zweite der Weisen, Ceres, die Tochter des Priesters. Hm, Michael? Ja, da bin ich. Du bist in dieser kurzen Zeit so stark geworden. Um den Frieden nach Hyrule zurückzubringen, brauchst du die Kraft aller 7 Weisen. Bitte rette auch die Anweisen. Vielen Dank, Michael. Ja, was soll ich denn sonst machen? Natürlich, ja gut. So, sonst was zu sagen? Der Hauptmann wurde in ein Gemälde verwandelt, das versuchte mich zu beschützen. Wenn du Yuga besiegst, ist sicher auch der Hauptmann befreit. Ich bitte dich, rette den Hauptmann, rette den Menschen von Hyrule. Natürlich auch von Logul. Okay, Freunde, wir sind wieder mal der Held! Der dem gefällt! Yay, yeah, Siegespros von allen. Cool. Hilda? Vor langer Zeit war auch Lowul ein wunderschönes Königreich. Ja, so wie deines. Oh, Michael, Held von Hyrule, verliere keine Zeit. Rette uns. Wieso zum Henker ist eigentlich Zeldas Blut bei ihr? Wieso befreit sie nicht? Crazy, wa? Egal. Freunde, das war's für heute hier bei A Link Between Worlds. War noch ganz kurz und dann geht's morgen weiter mit dem... Ja, mit dem Upgrade fürs Master Schwert. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Zimmer.